Auf diesen 6 Beeten wachsen fast 4700 Pflanzen. Nach ihrer Ernte hätten sie mehr als 2 Tonnen Marihuana ergeben. Auch wenn die Täter schon fort sind, der Schaden bleibt bestehen. Waldrodung, Entwässerungsleitungen, abgetragenes Erdreich und illegale Düngemittel bedeuten eine ökologische Katastrophe. Uns geht es nicht um Drogen. Hier geht es um Umweltschäden in solchem Ausmaß, dass normale Bürger genauso entsetzt wären wie wir, wenn sie das hier sehen könnten. Die Forstbehörde tut ihr Bestes. Dennoch werden viele ehemalige Anbauorte aus Geldmangel nicht wieder aufgeforstet. Die Täter haben 3 Sorgen. Weniger die Polizei, sondern eher Marihuana-Diebe, die die Plantagen plündern, und wilde Tiere, die die Pflanzen fressen. Die Züchter gehen einfach vor. Sie bepflanzen 5 Plantagen. 2 werden von der Polizei entdeckt, 1 von Tieren zerstört. Doch die anderen beiden werfen einen Millionengewinn ab. Und niemand kennt die Identität der Züchter. Da die meisten Züchter aus Mexiko stammen, vermuten wir, dass das Geld auch dahin zurückfließt. Wir haben zwar ein paar Informationen, aber zum größten Teil wissen wir es wirklich nicht. Die US-Forstbehörde geht allein in Kalifornien von mindestens 3000 bewaffneten Züchtern aus, die auf öffentlichem Land Cannabis anbauen. Habt ihr Waffen gefunden? Auch Zivilisten begeben sich hier draußen in große Gefahr. Wanderer werden vor möglicherweise bewaffneten und gefährlichen Personen gewarnt. In Bezug auf den Marihuana-Anbau auf staatlichem Land ist das organisierte Verbrechen hier an der Westküste sehr effizient. Die Mitwirkenden sind fast immer bewaffnet. Und das muss allen bewusst sein. Im letzten Jahr kam es hier deshalb zu 5 Todesfällen. Es ist für alle wirklich sehr gefährlich. Das dreiste Vorgehen im Nationalpark beunruhigt die Züchter in Nordkalifornien, die dadurch selbst eine verstärkte Polizeipräsenz befürchten. Doch beide Seiten machen Gewinne und gehen Risiken ein. Es scheint kein Ende in Sicht. US-Drogengesetze zwingen sowohl Gelegenheits- als auch Gewohnheitskonsumenten zur Vorsicht. Je nach Situation und Ort der Festnahme müssen sie mit allem rechnen, von einer Verwarnung bis zu einer Haftstrafe. Auch in Kanada ist Marihuana verboten, doch das Recht wird dort lockerer angewendet. Hier in Vancouver lebt Mark Emery seine Vision eines Kifferparadieses. An einem Ort, an dem Konsumenten jedes erdenkliche Utensil erhalten können. Und er hofft, dass er auf der ganzen Welt Nachahmer findet. Das Sortiment ist hier viel größer. Nach Angaben der UN leben in Kanada die meisten Marihuana-Konsumenten der westlichen Welt. Und Vancouver ist ihre Hauptstadt. Mit einer ganz billigen Mischung aus grobem Salz und Isopropanol löse ich den Schmutz und die Rückstände in Bong. Und das Ganze in nur 5 Sekunden. Emery ist fast immer in seinem Warenhaus zu finden. Und der Marihuana-Freund findet hier alles, was er braucht. Außer Marihuana. Alle Waren hier haben etwas mit Cannabis zu tun. Die Hüte, die Taschen, alles. Wir führen jedes Buch, das es derzeit zu dem Thema gibt. Manche Leute besitzen 15 bis 20 Bongs, denn sie sind Kunstwerke, alle handgefertigt. Wir sind eine Art Mekka. Hierher kommen hoffentlich Menschen, die unsere Ideen übernehmen möchten. Im Obergeschoss vergnügen sich Kunden für 3 Euro in einer etwas anderen Cocktailbar mit ihrem eigenen Marihuana. Ich habe meine Bong speziell für dieses großartige Zeug hier gereinigt. Und los geht's. Fast. Wie würdet ihr jemandem, der noch nie high war, den Effekt beschreiben, wenn man high ist? Sehr entspannt.
angenehm. Jeder, der nicht kifft und unglücklich ist, sollte uns anschauen. Ich glaube, wir sprechen für uns selbst. Das Tolle daran, jeder reagiert anders darauf, und zwar jedes Mal. Wenn also ein Neuling zum ersten Mal kifft, wundert er sich vielleicht über diese angenehme Verwirrung. Die Atmosphäre ist doch unschlagbar, jeder kann herkommen, viele finden es toll. Es gab einen Coffeeshop, doch die Polizei hat ihn geschlossen, einfach dicht gemacht. Meine Bong war doch hier. Mein Gedächtnis funktioniert doch. Ach da! Ah, there it is. Im Keller betreibt Emery Pod TV. Eine Webseite, die sich an Züchter und Konsumenten von Marihuana richtet, sowie an Aktivisten. Die Zeitschrift Cannabis Culture ist das Flaggschiff des Unternehmens. Monatliche Auflage 40.000 Stück. Okay, good. Okay, great. Das Hochglanzmagazin bietet dem Leser Emerys Lieblingsthemen. Schöne Knospen und schöne Frauen. So sieht für die wenigsten der Büroalltag aus. Ich werde noch 12 Stunden hier sein. Dabei habe ich schon gegen 10 angefangen, nachdem ich 9:30 bei meinem Bewährungshelfer war. Es wird also ein langer Tag, aber das ist normal, bis die Zeitschrift in Druck ist. Die Besucher hier sollen denken, das sollten wir bei uns auch machen und meine Idee weitertragen. Wir sind hier, wir sind high, gewöhnt euch dran. Das Geld für sein Engagement hat Emery durch den Verkauf von Cannabis-Samen über das Internet verdient. Mit diesem Verkauf hat er Millionen gemacht. Er behauptet, er habe jeden Cent versteuert. Ich habe Millionen Samen verkauft, und zwar für einen guten Zweck. Ich wollte den Drogenkreuzzug der US-Regierung beenden. Wir haben eine Menge Geld aufgetrieben und ausgegeben. Millionen gingen in die USA, nach Kanada und in andere Länder, um Massenproteste zur Legalisierung von Marihuana zu organisieren. Viele Länder tolerieren den Marihuana-Konsum zur Entspannung. Weltweit bekannt ist der niederländische Beschluss aus dem Jahr 1976, den Besitz und Verkauf kleiner Mengen Marihuanas nicht zu verfolgen. Auch Spanien, Italien, Portugal und Belgien erließen tolerantere Gesetze. Die britischen Drogengesetze wurden Anfang 2009 hingegen verschärft. Das US-Gesetz unterscheidet nicht zwischen dem Verkauf von Cannabis-Samen und dem Verkauf von Marihuana. So gelangt Emery in den Status einer der meistgesuchten Drogenkönige der USA. Doch Kanada verweigert seine Auslieferung. In den USA würde Emery vermutlich eine jahrelange Haft in einem Bundesgefängnis erwarten. Ausgezeichnet. Das US-Justizministerium übertreibt und nennt mich Verbrecher. Aber dadurch fühle ich mich geschmeichelt. Marihuana ruft die unterschiedlichsten Meinungen hervor. Ich schäme mich, dass ich die Gesetze meines Landes gebrochen habe. Ich habe mit einer Substanz gehandelt, die auch nicht anders ist als Alkohol. Ich möchte so leben, dass ich mich nicht für das schämen muss, was ich tue. Wir werden den professionellen Drogenhandel weiter bekämpfen. Egal, ob es um Marihuana, Kokain, Heroin oder Methamphetamine geht. Überall auf der Welt ist das Leben sehr kompliziert. Manchmal hat jeder von uns Angst oder ist deprimiert. Und das wollen wir ändern. Und häufig erreichen wir das mit Cannabis. Deshalb rauchen Menschen eben Marihuana. Eines ist sicher. Das Marihuana von heute ähnelt kaum noch dem unserer Vorfahren. Diese Pflanze wurde sprichwörtlich vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan. Also, was würden Sie mit den Samen tun?